Okay, dann benutzen wir halt die, würde ich sagen. Na, müssen wir eine andere finden. So, jetzt hier. Gewonnen. So, und damit haben wir auch schon Powerstern Nummer 3. Hier. Powerstern Nummer 3. Da 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 dam. Speichern und weiter. Jawohl, wir können die nächsten Türen aufmachen, mir egal. Wir wollen weitermachen. So, ich will hier auch gar nicht durchraschen, ne? Finde die 8 roten Münzen. Jawohl, das ist immer so meine Lieblingsaufgabe. Finde die 8 beschissenen Münzen. Bei späteren Welten ist es wichtig. Die letzte rote Münze nicht an einer schwierigen Stelle oder so einzusammeln, weil nämlich da, wo ich die letzte Münze einsammle, der Stern rauskommt. So, Nummer 1 hätten wir schon mal. Number 2. Ich werde jetzt einfach mal so frei sein und mal ohne Lösungsbuch spielen, die erste Welt, weil... So, schaffe ich es diesmal den Baum zu treffen? Was meint ihr? Oh, ganz knapp. Ho, ho, ho. Number 3. Oh, funktioniert sogar. Halt, hier war... Nein. Ich komme manchmal mit der Steuerung nicht so zurecht, wie ich zurechtkommen wollen würde. Und zwar hier. Haha, erwischt. Liebe Freunde, erwischt. So, da haben wir Nummer 4. Aber etwas nervt auch dieses... Oder kommt der rote Münzenstern hier raus? Ich weiß es gar nicht. Ja, wir werden es ja sehen. Also falls dieses Geräusch von der Kamera etwas nervt, dafür kann ich nichts. Ich kann da leider nichts dran umstellen. Das ist einfach da. Das müssen wir jetzt ertragen. Mich nervt es ehrlich gesagt auch ein bisschen. Aber ich muss mir hier halt auch die Kamera zurechtdrehen, wie ich sie brauche. War hier nicht irgendwie mal was? Nee. So, ich weiß auch jetzt sogleich schon, wo die letzte ist. Ja, vielen Dank, dass du mir 1% Energieleben abgezogen hast. Wow. Und da haben wir sie. Ach, da kommt der rote Münzen. Ach so. Nein, das war beim 100 Münzenstern, genau. Wie oft ich mich da schon aufgeregt habe, dass ich die 100. Münze an irgendeiner schweren Stelle einsammle. Wo ich dann unmöglich noch an den Stern rankommen konnte. Ja. So. Da haben wir eine... Number 5. Ja, toll, Bestleistung, mir doch Wurst. Nee, Nummer 4 ist es. Was, wir haben erst 4 Sterne in 21 Minuten? Was geht denn falsch? Durchfliege alle Münzenringe. Ah, das könnte jetzt schwer werden. Ich glaube, dafür benötigen wir jetzt erstmal die Flugmütze. Ja, ich spoilere es gerade mal kurz. Moment.
So, da war ich jetzt mal ganz kurz gestört in ein Gespräch. So, deswegen bin ich jetzt hier runtergefallen. Ganz klasse. Ich weiß nicht, ich werde es mal kurz versuchen, den Stern so auf herkömmliche Art und Weise zu holen. Wenn nicht, dann brauchen wir diesen roten Kasten mit der Flugmütze drin. Wow. So, alles was wir machen müssen, ist hier die Münze in der Mitte einzusammeln. Na gut, so ein paar haben wir schon. Zwei Stück an der Zahl, aber ich glaube es sind fünf, glaube ich. Egal, wir probieren es natürlich gleich nochmal. Ist ja schließlich ein Let's Play, ne? Hat mich übrigens ein freundlicher User darauf hingewiesen. Ich weiß gar nicht, wer es war. Entschuldigung, dass ich deinen Namen vergessen habe. Die zuschauende Person, die wird sich schon angesprochen fühlen. Hat mich ein freundlicher Abonnent darauf hingewiesen. Ey, du wolltest doch mal ein Super Mario 64 Let's Playen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, ja stimmt, das wollte ich ja mal machen. Habe ich bis heute noch nicht gemacht, habe ich ja damals in Zelda schon gesagt, ist schon lang her, lange. Und direkt in die Kanone, hä, das, so muss das sein. Jawohl, die Nummer 3. Nein, ich will immer so einen Weitsprung hier machen, direkt gegen die Kugel. Ja, natürlich gleich ordentlich Damage machen muss. Eieiei. Aua! Gemein. So, ich werde jetzt wahrscheinlich irgendwo landen, nur nicht da, wo ich hin will. Na, genau. Hahaha, aber keinen Schaden genommen. Ja, toll. Scheiß Rumspielerei. Okay, ich mach mal wieder ernst. Muss ja auch mal ein bisschen Spaß muss ja sein für zwischendurch, ne? Man kann ja nicht immer nur zielstrebig da drauf losspielen. Ist das sonst auch langweilig, wenn man hier die ganze Zeit immer nur zielstrebig spielt und nicht mal ein bisschen Spaß zwischendurch hat? Denn darum geht's ja, es geht hier um den Spaß. Es geht hier nicht um Geld oder was weiß ich. Nein, es geht hier um den Spaß am Spielen. Um den Spaß am Let's Playen bei mir. So, und jetzt erstmal rein in die Kanone. Jetzt gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Ich muss erstmal mir einen Überblick über die Lage verschaffen. So, ich schieße mich mal kurz wieder rüber. Wow, shit, ey. Ich habe schon gedacht, ich fliege jetzt von der Insel. So, dann gucken wir mal kurz. Den Ring hier habe ich noch gar nicht erwischt, so wie es aussieht. Ja, dann geht die Kamera halt nicht weiter. Ist auch recht. Shit. Nee, Leute, so kriege ich das leider nicht gebacken, wie es aussieht. So kriege ich das wohl oder übel nicht gebacken, aber es muss ich so gebacken kriegen. Wow. Geiler Stunt, meine lieben Freunde. Wow. Nicht von der Ding hier treffen lassen.
Obwohl, ist ja eigentlich egal. Ich meine, ich habe ja volle Energie. So, jetzt gucken wir mal. Ah, ein bisschen höher. Ja, ist gut. Ein kleines bisschen höher. Ja, war schon wieder zu hoch. Aber egal, wir landen dafür da drüben. So, schnell Energie wieder aufladen. Das würde ja... Ich muss das hinkriegen. Okay. Okay, so. Nein! Ey, das gibt's nicht! Ich treff da nichts mehr, ey, das geht nicht. Ich erinnere mich, dass ich diesen blöden Stern mit der Flugmütze gemacht habe. Ich habe aber nur keine Ahnung, ob das jetzt hier funktioniert oder nicht. Witzige Hände kriege ich auch schon wieder, ey, das gibt's nicht. Ja, toll, so weit rennt er dann nicht. Ach Mensch, Leute, es ist jetzt hier, das ist so ziemlich der schwerste Stern. Nein! Vor allem schon auf diese scheiß Insel darauf zu kommen, ist nervig. Falls ich es jetzt nicht hinkriege, dann müsste ich mal kurz im Lösungsbuch... Ja, da müsste ich hochgehen, da müsste ich hoch mein Lösungsbuch holen in meinem Zimmer. Und schauen, ab wann ich in die Welt kann, wo ich den Ding freischalte, die Flugmütze. Weil anders weiß ich mir jetzt auch nicht mehr zu helfen. Weil ich denke nicht, dass wir das so schaffen. Nee, ich glaube, so schaffe ich das nicht. Ich glaube nicht, dass ich da... Nee, da weißt du was, dann machen wir das anders. Jawohl, die 4 haben wir erwischt. Es ist eigentlich... Wir sind noch 5. Durchfliege die 5 Münzenringe. Natürlich sind es 5. So heißt doch die Aufgabe. Durchfliege alle Münzenringe. Nee. Aber ich glaube, es sind 5. Das heißt, wenn wir jetzt noch... Ja, komm, jetzt spring hier raus. Lauf dann die blöde Stampfattacke zu machen. Oh, 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 oh. Ja. Ich werde hier garantiert nicht sterben. Ja komm, schlag doch drauf ein. Was? Da ist nichts drin. Ihr wollt mich wohl verarschen. Komm, da schnappen wir uns die Münze hier. Oh.
diskutiert. So. Ach ja, Leute, ich krieg grad wieder nichts gebacken. Das ist wieder so ein Stern, der mich einfach überfordert. Hat es auch früher schon. Es tut mir richtig leid, dass ich jetzt hier so lang brauche. So, komm. Es sind fünf, da bin ich mir sicher jetzt. Ja, wenigstens einmal klappt was. So, jetzt stellt sich nur die Frage, wo ist die letzte Mitte? Das mal erfahren dürfte, dann wäre ich schon überglücklich. Ja, komm, hau ab. Aber das darf ich anscheinend nicht erfahren, weil das Spiel nicht so weit rendert. Also ich würde sagen, das ist jetzt der letzte Versuch, dann versuche ich mal das... Dann werde ich das Level mal kurz abbrechen. Ja, nein, ich wollte doch nicht in die Kanone. Jawohl! Wie geil! Wie geil! Wie geil! Ach, scheiße, echt. Das war jetzt ein Glücksschuss. Das war überhaupt nicht geplant. Wie geil! Alter, wie geil! Das war ein Kunstschuss! Das war ein Trickshot, ey!